Nur nicht gegen dieses Schiff ist groß genug, um uns alle aufzunehmen. Also ich würde sie im Plätzchen finden. Wenn du magische Beratung oder Erklärung brauchst, zögere nicht, bei mir oder Gonner in der Kajüte vorbeizukommen. Natürlich werde ich euch zu Rate ziehen, wenn es um Magie geht. Du musst einklopfen. Wenn Gonner nichts mit Klopfen hört und du einfach reinkommst, kann es sein, dass du eine Axt im Kopf hast. Der Kapitän klopft niemals an. Ja, also aber mir, wenn ich tue, würde ich bei Gonner anklopfen. Ich habe einmal den Kopf ins Zelt gestreckt und auf einmal flog mir ein Messer entgegen. Es tut mir leid, König. Das ja, das nicht. Passiert schon mal. Es ist hier in der Schulter gelandet. Siehst du, jetzt blutet sogar noch ein bisschen. Es war gestern. Zum Glück hast du kein Auge verloren, König. Ja. Oh. Das war so knapp. Ich habe da zum Glück nicht so das Problem. Gonner haut immer nach oben, aber ich bin ja so klein. Ah. Aber haut er immer über mich drüber. Deshalb muss ich auch nicht klopfen in unserem gemeinsamen Zimmer. Aber mir, du kannst bei Holz, ja? Nun, ich habe gewisse Erfahrung mit der Holzbearbeitung, ja? Können wir das Deck irgendwie noch einen Meter nach oben verlegen? Weil wenn Kirgamosch und Answun und Ashirut kommen, das ist ja gar nicht für Trollzacker ausgelegt. Stell dir mal vor, wenn Trak von Kekrach hier reinkommt. Ist genauso groß wie König Rafim. Ja. Nun, wir werden sehen, was wir tun können, aber nun ja, die Struktur ist festgelegt. Wir werden stehen, wir werden sehen. Ja, ich brauche auf jeden Fall eine lange Kabine, damit das Bett da auch reinpasst. Oh, das werden wir schon hinkriegen. Nun, wie es scheint, genügt dieses Schiff euren Ansprüchen? Es schwimmt. Noch. Damit sind unsere Ansprüche befriedigt. Naja, es ist groß, es ist schnell, passen viele Männer drauf, passen viele Geschütze drauf. Genau was, was wir brauchen. Ich werde das in ein Jahr. Ja, ist ein schönes Schiff, aber mir habe ich ja schon gesagt. Nun dann. So kommt, Jalan. Diktiert mir die Liste, die ihr braucht. Fangen wir an. Also, 3 Quader Holz, 44 Rechtschritt Tuch. Bla, bla, bla. Ja, so könnt ihr die nächsten paar Stunden das Schiff inspizieren. Das Vorderkastell, Hüttendeck, Achterdeck, was man eben alles braucht und zahlreiche Ausbesserungen, zahlreiche Einkäufe, die dann getätigt werden müssen in nächster Zeit in der Werft und natürlich dann auch einige Tagelöhner oder eben festangestellte Handwerker, die das Ganze dann eben ja, zu Wege ranbringen müssen. Abelmir, der das Ganze unterstützen muss, aber einen Ingrim-Geweihten oder einen Angrosch-Geweihten könnte man sicherlich brauchen, wenn ihr dann die Liste seht, die größer und größer wird und natürlich dann auch die Vielzahl an Kanonen bzw. an schweren Rotzen, die dann auch im unteren Deck beim Mannschaftsquartier zwischengelagert werden können. Ja, so könnt ihr das Schiff weiter inspizieren und nach ungefähr 3 Stunden wieder über die Reling in den Hafen treten. Nun, Fürchtepreis, kommt ihr mit? Ihr könnt hier nicht bleiben. Na ja, ja, ich komme mit. Zahlreiche Trollzacker, die noch nicht von Paios gehört haben. Da werde ich doch gleich mal eine von meinen guten Predigten auspacken. Haltet ihr das für eine kluge Idee? Ich denke, ihr wolltet älter als 80 Götterläufe werden. Lasst mich mal machen. Aber mir, er hat den Maraskanern gepredigt. Ich bin mir ziemlich sicher, die kriegen ihn jetzt auch nicht mehr unter. Er schreckt vor keiner Herausforderung zurück. Ja, Gonach, bleib mal mit ihm hier und pass mal auf das Schiff auf. Und dann wechselt euch alle 4 Stunden ab. Schick einfach jemand anders dann hier hin. Gonach macht das, König. Wie du befehlst. Ja, ich wusste das. Das mit dem König sein gefällt mir so langsam. Ich geb's dir ehrlich zu. Oh, wie froh bin ich, dass du König von Thais. König von Thais. Gut, dass wir euch damals überredet haben. Ja, gut, dass ich nicht gestorben bin. Würde ich auch mal sagen. Auch das, ja. So, was müssen wir heute noch erledigen? Wir müssen noch Personal besorgen. Und unser Besuch ankündigen, obwohl, da können wir einfach einen Boten schicken, oder? Nun, ich denke, die Matabasari stellt uns großzügig Finanzmittel zur Verfügung. Das Wenigste, was sie tun können, ist, unsere persönliche Aufwartung zu machen. Nein, ich glaube, er meinte, dass wir einen Boten schicken, dass wir bald kommen. Und wir haben Laborat auf dem Hinweg am Palast, wo er Bescheid gesagt.
Ah, ja, ich passe manchmal nicht so ganz auf, was du da hinten immer machst. Abelmir, wie heißt euer Schiff eigentlich? Der Name ist ganz abgeblättert. Nun, da das Schiff an uns überstellt wurde, sind wir frei, ihm meinen neuen Namen zu geben. Schwebt euch da etwas vor? Und wenn ihr euch Kapitän nennen wollt, nennt mir der Chef wohl Abelmir ist schuld. Nein. Aber es keine Zweifel gibt, wenn es untergeht. Nein. Es wird nicht untergehen. Ich habe eine gute Idee. Also, wir wissen doch alle, dass 50 Trollzacker an Bord sind. Hm? Ja. Und naja, im Grunde 52, aber ja. Ja, ich habe uns jetzt mal außen vor genommen, aber ja, 52. Und wir wissen, dass ein sehr großer Pilzliebhaber an Bord ist. Also, warum nennen wir das Schiff nicht Ovest von Trollzack? Ah, das ist ein klangvoller Name. Und damit jagen wir unseren Feinden Angst ein. Denn die denken gleich an die Orklandbovisten. Ist ja schon schreckliche Pilze. Eure Witze werden wirklich gut langsam. Langsam verstehe ich sie auch. Ihr seid unbezahlbar, Boltax. Aber das ist kein Witz. Nein, das ist mein Ernst. Ingra schält sich die Hand von Mutt und kichert. Ich könnte doch nicht ein Schiff einen Pilznamen geben. Aber ich knuffe Raphim, du musst machen, wenn Boltax einen Witz macht. Ja, also, ich fand die Idee jetzt auch nicht so schlecht. Ansonsten, wenn wir Boltax die Idee nicht nehmen, obwohl ich die gut finde. Ich wollte erst die Faust Alanfas nehmen, aber die gibt's leider schon. Schwert Alanfas ist auch schon vergeben. Warum dunkle nicht? Dolch des Schicksals. Dolch des Schicksals. Ja, aber Dolche sind doch schon sehr. Ja, also damit tötest du ja keinen Dämon. Das ist ganz schön hinterhältig von dir, Jordan. Vielleicht Ephadane, aber das ist ein wenig uninspiriert. Hinterhältigkeit ist immer eine Frage der Ansichtsweise. Vielleicht sollten wir darüber etwas Zeit verbringen und wir könnten das Schiff auch die Angrosch nennen. Was haltet ihr davon? Die Angrosch. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen einfach alle Mannschaftsmitglieder abstimmen. Das sind 52 Trollzacker und wir. Ich denke nur, die Offiziere entscheiden über die Schiffsnamenswahl, nicht die Mannschaft. Ach, wobei du Kapitän bist. Das ist keine Demokratie. Nein, es ist eine hoch gefällige Namenswahl, wenn nur die Offiziere bestimmen. So wurde es schon immer gemacht. Ihr paktiert auch mit dem Drachen. Was? Klar, die Eurasier paktieren mit dem Drachen. Hast du das nicht gehört? Dies ist eine Unterstellung, die aufs Schärfste zurückweisen muss. Wenn das so ist, bin ich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ich bin nicht böse, aber enttäuscht. Genau, bei mir. Ich bin auch enttäuscht von dir. Also paktieren ist hier wohl kaum der angebrachte Begriff. Und ich habe gehört, der neue Horas sei Halbdrache. Was? Ach, diese Gerüchte. Ja, dann. Ihr solltet nicht in Omischen Schundemagazin lesen, was in der aventurischen Welt vor sich geht. Hey, die Schild ist ein ehrenwertes Blatt. Ach, die Schild ist einfach ein mittelreichisches Patriotenblatt. Und könnt ihr uns darauf einigen, dass ihr immer noch besser ist als der Optolit? Oh, wir könnten. Ja, aber trotzdem. Also da steht ja auch nur drin, hier die Kaiserin da vorne und die Kaiserin da hinten. Also das ist ja eine einzige Selbstbeweihräucherung. Aber wenn wir schon von Drachen reden, lasst uns das Schiff doch Drachentöter nennen. Damit können wir alle. Und zuerst einmal, aber die Brabaker Bilderpostilie ist besser, oder was? Zum zweiten einmal, Drachentöter klingt gut. Ja, die Brabaker Bilderpostilie, also mit der kannst du maximal noch jemanden abwerfen, aber das ist auch alles, wofür das Schundblatt gut ist. Immer da sind wir uns einig. Nun, da wir uns nicht über eine Wahl eines Schiffsnamens einig sind, würde ich vorschlagen, das Los zu entscheiden. Jeder nennt einen Namen, beschriftet ihn auf ein Stück Papier und wirft diese in einen Hut. Wir ziehen daraus den Namen dann. Dann ist jeder zufrieden oder unzufrieden. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich schon entscheiden kann. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Nein, ich finde Abelmirs Idee ganz gut. Das mit dem Los gefällt mir. Warum stimmen wir nicht über Abelmirs Idee einfach ab? Genau, Jalan, jetzt hör doch mal auf deinen Cap. Aber ich finde es faxgefälliger, es dem Zufall zu überlassen. Ja. Fühle mich ertappt. Seht ihr? Die ersten Tage als neue Geweihte und schon verscherzt sie euch erst mit eurem neuen Gott. So ein Fauxpas. Das ist ein horasisches Wort.
Ach, gib mir einen Zettel. Nein, gib Dabbel mir einen Zettel, der muss schreiben. Gib mir einen Zettel, ich schreib das selber. Vielleicht sollten das nicht auf der Stuhl. Beutags, das heißt Foxpass. Foxpass? Ja, kannst du nicht lesen. So ein Foxpass. Nein. Fauxpas. Nein, es heißt Foxpass. Es kommt nämlich vom Fuchspass im Korsch. Man wissen. Ja, jetzt schreibt die Namen auf. Also wenn jetzt wieder hier irgend so eine Sprachendiskussion anfängt, dann gehe ich aber die nächste Tafel an, bis ihr wieder fertig seid. Na danke, jetzt habe ich Fuchspass aufgeschrieben. Während ihr euch gerade wieder eurer eigenen Villa nähert, um dort weiteres zu besprechen, könnt ihr sehen, wie vor eurer Eingangs, vor dem Portal, jemand steht mit einer großen Aktentasche, die er neben sich hat. Und ja, er hat keine Haare mehr auf dem Kopf, zwar noch ein bisschen was an der Seite, einen Zwicker, den er auf der Nase trägt. Und er ist ein bisschen dicker, würde ich dir sagen. Nickt er euch zu und verschränkt dann seine Arme so ein bisschen, oder seine Hände verschränkt er dann eben vor seinem Gemächt. Guckt euch so ein bisschen schüchtern an. Verzeiht, bin ich hier richtig am Haus der Helden? Ich bin Kanesetianer. Ich hatte euren Aushang gesehen und ich war mir nicht ganz sicher, weil ich in der Taverne keinen erreicht hatte. Und dann dachte ich mir, ich bin zu spät, dann wollte ich euch hier erreichen. Und ich hoffe, dass ihr noch keinen Alchemisten eingestellt habt. Ich würde ganz gerne bei euch anheuern. Nun, was sind dann eure ausgewiesenen Referenzen, die ihr bestimmt habt, oder? Ja, selbstverständlich. Ich habe hier einen Brief. Den würde ich euch gerne geben. Sollen wir reingehen? Ja, gerne. Nach euch bitte. Noch eine Frage vorweg. Wenn ihr entscheiden müsstet, wie ihr ein Schiff benennen würdet, würdet ihr ihm einen Pilznamen geben? Ja, ein Pilzname wäre möglich. Seht ihr, der Mann versteht was. Ja, das spricht für einen guten Alchemisten, wenn er was von Pilzen versteht. Genau. Ja, währenddessen übergibt er Abelmir eine Visitenkarte, auf der nicht nur sein Name steht, sondern eben auch seine Berufung, seine Profession, seine Ausbildung. Er ist Schriftgelehrter, er ist Alchemist, er ist Kräuterkundler und kommt aus dem Horasreich. Hervorragende Referenzen, wie ich sehe. Nun, wie war euer Name gleich nochmal? Ach ja, hier, ich stehe da ja. Kanesetianer. Nun, ich denke, ihr seid ein guter Mann, aber ihr müsst noch meine Mitmannschaft überzeugen, die Offiziere sozusagen. Lasst das erstmal sehen. Er gibt euch dann jeweils aus seiner Innentasche eine weitere Visitenkarte, die ihr dann einmal studieren könnt. Für ihn gehört das wohl zum guten Ruf, dass man als Horasier immer seine Visitenkarte weitergibt. Und wo habt ihr diesen Aushang gesehen, sagtet ihr? Im ganzen Reich. Und ihr ihn gesehen habt zuerst. Ich habe mich in Kuslik aufgemacht, hatte sie dann auch in Winsalt studiert, im Garetischen und natürlich dann auch in Perikum. Ebenso hier in Zorgan. Überall findet man neben den Steckbriefen der Händler auch eure Werke. Und ich hoffe, dass es noch einen Platz auf dem Schiff für mich gibt. Und was treibt euch auf die See? Nun, vor allem euer guter Ruf, euer guter Leumund und ich würde euch gerne helfen. Mit Rat und Tat, mit meinen Tränken, mit meinen Kräutern. Und ihr wisst, dass es auch für einen, ich will euren Berufsstand nicht beleidigen, aber ich sage einfach mal Handwerker wie euch gefährlich werden kann. Er nickt. Ich schau die anderen an, zucke mit den Schultern. Ihr könnt mal eine Gefahreninstinkt habt ihr nicht, ne? Nee. Ja, dann kann ich auf Heraldik würfeln, um seine Referenzen zu kennen. Heraldik? Oh, Staatskunst. Ist es eher Staatskunst oder Heraldik plus 5? Ja, komm, Heraldik also plus 5. Also ich weiß nicht, worum es dir geht. Also mich würde interessieren, was der so für ein Typ ist. Also Menschenkenntnis? Ja, Menschenkenntnis könnt ihr natürlich auch würfeln. Sinneschärfe könnt ihr natürlich würfeln. Ob euch da vielleicht was auffällt. Alles ja, oder eins? Ihr könnt alles würfeln, klar. Also okay. Staatskunst, Abelmir ist es natürlich geläufig. Du kannst ihm deine eigene Visitenkarte geben. Du hast natürlich welche mit dem Goldrahmen. Seine ist natürlich nicht aus Gold, sondern wahrscheinlich nur mit einem silbernen Rahmen. Aber ja, Jalan, guck dich kurz an. Du bist froh, dass du lesen kannst. Du hast noch nichts von diesen Visitenkarten gesehen. Aber wenn du siehst, dass Abelmir ebenso seine reicht, gehört das wohl sicherlich zum horasischen Kultur. Beutags erkennt, dass er wohl seine Tasche an sich presst und Angst hat, dass jemand sie berührt oder anfasst. Oh, mein Freund, ihr müsst nicht nervös sein. Legt eure Tasche doch einfach ab.
Dann können wir weitergehen. Nein, nein, die behalte ich bei mir. Immer am Mann. Aha, warum? Nun, weil dort unglaublich wichtige Sachen drin sind. Aha, zum Beispiel? Samen von jeder Pflanze Aventuriens. Jeder? Er nickt. Er ist unglaublich stolz drauf. Und? Nein. Ich bin mir sicher, er hat der Stolz drauf. Und, aber ich ist, nehme ist jetzt das an. Der Grund, warum er mit möchte, um seine Sammlung zu komplettieren? Meine Sammlung ist komplettiert. Hohe Dame. Oh, dürfte ich vielleicht mal einen Blick in die Tasche werfen? Ich möchte nichts anfassen, aber das reizt mich schon sehr, die Samen zu sehen. Überredenprobe. Ich wollte eigentlich eine Pflanzenkunde, aber gut, okay, mach eine Überredenprobe. Nur mit Streetcred kommst du hier nicht rein. Ja, er zögert und macht dann kurz so eine Schnalle von zweien, macht er auf und lässt sich da mal reingucken. Du siehst viele Bücher, aber eben auch eine Pflanzen. Währenddessen würde ich gerne einen Odem wirken. Und zwar in meiner geodischen Repräsentation am Sichtbereich. Ja, warum geodisch? Weil du da nicht sprechen musst? Genau, weil ich da nicht sprechen muss. Sichtbereich, ja. Aber Geste musst du trotzdem machen, oder? Ja, genau. Aber das ist ja sich an die Augen fassen. Ja, okay, das ist tatsächlich unauffällig genug. Ja. Mhm. Der Inhalt der Tasche ist nicht magisch, aber er selber. Und zwar ist er Viertelzauber. Oh, okay. Aha. Das sieht sehr interessant aus. Wenn wir irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit haben, würde ich gerne mit euch über die ein oder andere Pflanze sprechen. Ich bin sicherlich, wir können einander noch einiges an Wissen austauschen. Das ist also ein Ja. Ich bin ganz begeistert. Er gibt Abel mir die Hand und schüttelt. Danke, dass ihr mich aufgenommen habt. Ich dachte schon, ich wäre zu spät. Ich hatte mich extra schon vor eurem Tor positioniert und gehofft, dass ihr rauskommt. Und dann hatte ich euch verpasst. Ich war gerade auf einen Tee im Roten Kamel und da hatte ich gesehen, dass ihr an mir vorbeigegangen seid. Ich dachte, ihr wolltet schon mit dem Schiff losfahren. Nun, dies wird ein wenig dauern, aber betrachtet euch als angestellt. Wo seid ihr untergekommen, sagt ihr? Im Roten Kamel. Gleich nebenan, die Straße runter. Nun, bringe meine Erinnerung an. War das Rote Kamel der Abzockerladen oder das Weiße? Ah, Rotes Kamel, Weißes Kamel, du weißt es nicht mehr. Schon 2 Jahre her. Ja, gutes Gedächtnis. Oh, du warst nicht dabei. Ja, aber mir ist das egal. Nun, dann werdet ihr uns zur Verfügung stellen. Wir benötigen noch einige Sachen für das Schiff, Abdichtung etc. Ihr wisst, worum es geht, nicht wahr? Thea, da kann ich behilflich sein. Ich kenne mich natürlich auch mit so etwas aus. Hervorragend. Jalan, ihr werdet den Mann unterweisen. Wenn ihr mögt und ich die Zeit schon einmal sinnvoll verbringen kann, ihr müsst mich auch nicht bezahlen. Ich bin einfach nur froh, dass ich in euren Diensten stehe. Ihr könnt mir auch eure alten Tagebücher geben, damit ich dort etwas lesen kann. Ich hatte schon gehört, dass ihr einmal die blutige Säge überquert habt und vielleicht finde ich Hinweise in euren alten Tagebüchern oder wenn sie unter Verschluss sind, dann. Ich unterschreibe auch gerne so etwas wie einen Vertrag, eine Stillschweigeklausel. Das wird alles zugegebenermaßen geklärt werden. Ihr könnt schwimmen? Ja. Könnt ihr gut schwimmen? Ja. Gut, seit morgen zur Piranha-Stunde im Hafen. Wir werden das sehen. Zulamin, er lügt. Ach was, im Hafen? Wir haben doch den Teich direkt vorm Haus. Ja. Jetzt sieht er so ein bisschen nervös aus und wischt sich ein bisschen Schweißperlen von seiner Stirn. Nun ja. Falls Sie damit nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben, wollen wir doch mit gutem Beispiel vorangehen und diese Sache, sagen wir mal, etwas menschenfreundlicher angehen als damals Resovic. Hab keine Scheu, guter Mann. Wenn ihr nicht schwimmen könnt, dann sagt es uns ehrlich und investiert die Zeit, bevor wir losfahren, es zu lernen. Aber belügt uns nicht. Beginnt nicht eine neue Anstellung mit so etwas. Es wird sowieso herauskommen. Ich bin mir sicher, der Mann lügt uns nicht an, aber nun schwimmen können und da draußen schwimmen können sind auch zwei verschiedene Sachen.
Ich würde die Zeit viel lieber nutzen, um zu lesen. Ihr wollt nicht bei Sulamin schwimmen lernen? Ihr seid der erste Mann, der dies ablehnt. Ja, wenn euch Sulamin nicht gefällt, ich hab da draußen 50 Trollzacker. Die bringen euch Schwimmen bei. Ja, Sulamin, das könnt ihr mir glauben. Du kannst tatsächlich erkennen, dass er überhaupt kein Interesse an dir hat. Oder ich kann euch auch Schwimmen beibringen, aber etwas anders. Sulamin erkennt, also Sulamin, ohne Probe, weil sie Rayani ist und sie Menschenkenntnis dementsprechend droht, er interessiert sich überhaupt nicht für so etwas. Also weder Männlein, noch Weiblein, noch andere Rassen oder so. Scheint ihm echt egal zu sein. Glaubt mir jedenfalls, dass ihr, wenn ihr ein wenig Mühe daran investiert, dass euch da draußen den Hintern retten kann. Ja. Und wie ich auch im Berufsstand kenne, werdet ihr gerne das ein oder andere Mal von Bord gehen wollen, um, sagen wir, Proben zu nehmen, Ja. Nun, dann hoffen wir, dass, wenn ihr aus dem Boot fallt, ihr euch über Wasser halten könnt. Es gibt da diese neue Erfindung im Horas Reich, Korkreifen. Sie werden um eure Leibesmitte gebunden und halten euch so lange über Wasser, wie ihr zur Errettung benötigt. Ich habe einige Korksamen hier. Nun ja, Korksamen und Kork ist etwas anderes, nicht wahr? Ne, weil sie können auch wachsen. Ich denke, so viel Zeit haben wir nicht, um einen Korkbaum wachsen zu lassen, um euch eine Korkmatte anfertigen zu lassen. Ich weiß nicht, Baltax? Na. Also nicht, nein. Nun gut, ihr habt's gehört, seid da. Aber stellt euch mal Folgendes vor, wenn wir Lido von den Korkreifen erzählen. Eine prächtige Idee. Ihr findet mich dann im roten Kamel, ja? Ja, wir haben das schon verstanden. Okay, habt ihr noch eine Visitenkarte für mich? Schaut der Rafim an. Rafim klopft an sich herum. Warte, Rafim zieht ein Ohr eines Trollzackers heraus, hier. Er fässt es an, guckt aber fassungslos auf das abgeschnittene Ohr und... Ja, das hat mir Gornach auch gestern gegeben. Ich weiß nicht, wo er es her hat. Ah, Moment. Ich glaube, das verwirrt ihn jetzt etwas. Hier, nehmt das. Und ich würde ihm eine von den Heldenkarten geben, die ja so gerne getauscht werden. Und zwar ein Bild, wo Abelmir mit seinem Zauberstab dasteht in heroischer Pose. Das ist eine Karte von uns. Von Abelmir genauer gesagt. Vielleicht solltet ihr ihm eine Rafim-Karte geben. Die habe ich aber oben. Müsste ich jetzt erst holen. Schon gut. Wie gesagt, ihr findet mich im roten Kamel. Wenn ihr mir noch Korrespondenz überlassen mögt, werdet ihr mich dort finden. Und ansonsten bin ich morgen zum Schwimmen an diesem See, ja? Der hier gegenüber? Ja, beim Feuertempel. Jawohl. Und denkt an die Korkmatte. Sehr wohl, jetzt lächelt er. Und während er sich dann von euch und dem Eisenportal abwendet, fingert er wohl gerade in seiner Tasche rum, öffnet die zweite Schnalle und holt da wohl, kramt ein bisschen rum und holt dann einen Samen raus, den er so ein bisschen ins Licht holt und geht weg. Kurioser Mann. Naja, er ist immerhin magisch. Deshalb wollte ich ihm das Schwimmen beibringen. Hoffen wir, dass er überlebt. Nicht das Schwimmen, das wird er wohl schon hinkriegen. Und ich denke, es wird ein sehr fähiger Alchemist sein. So etwas können wir gebrauchen. Ja, das ist wohl richtig. Eine magische Begabung hilft da sicher. Gehen wir erst nochmal rein. Wir müssen also dann recht gefährlich diesen Namen auslosen. Und ich weiß nicht, wie es euch steht, aber ich habe ein wenig Hunger. Naja, wir müssen heute noch in der Taverne auch vorbeischauen, ne? Aber das sollten wir ja zeitlich schaffen. Also ich bin mir sicher, aber mir möchte auch ganz gerne die Zogger nach Kochkunst seinen Gästen präsentieren. Natürlich, und der Koch ist hervorragend. War von euch nicht weniger erwartet. Wenn Yalan oben in sein Zimmer kommt, kann er sehen, dass dort ehemals Essen auf dem Tisch stand. Es ist aber mittlerweile kalt und Leonidor guckt dich mit einem funkelnden Blick an, denn Essen ist um Punkt 12 zur 12. Stunde und nicht um 15 Uhr. Da gibt es nichts mehr zu essen. Wenn du dann das kurz mit ihr ausdiskutierst, wirft sie das Essen demonstrativ in den Müll. Aus dem Fenster? Nein, in den Müll. Okay.
Erland kommt dann etwas geknickt wieder zu den anderen in, ich nehme an, irgendeinen Salon. Nun, so viel dazu. Es ist ja auch in wenigen Stunden bereits wieder Zeit. Habt ihr einen Hut? Ich habe einen Hut, Moment. So, lauf ich nochmal weg, komme dann Hut wieder. Reichlich zerschlissen, riecht ein wenig vermodert, aber es ist Divons Hut. Das ist, wie sagt man, das, was Männer auf See tragen? Ein Dreispitz. Ein Offiziershut? Nun ja, seht ihr, ihr habt einen normalen Hut mit einer breiten Krempe und den pinnt ihr hier und hier und hier einfach hoch. Damit die Krempe nicht so im Weg ist. Das hat Stil. Und ich verstehe nicht, warum man alle drei Seiten hochpinnen muss, aber man sagt mir, dass das wohl so die Mode wäre, also. Man will ja wieder toll aussehen. Nun gut, ihr da schreibt ein kleines Zettelchen und dann werfen wir das hier rein. Einen Moment noch. Ja, Frage an Jalan, möchtest du Falschspiel benutzen? Nein, aber ich möchte einen Glückssegen sprechen. Dann dein Glückssegen. Ich werde ihn. Sprechen. Taschendiebstahl plus 5 würde natürlich auch gehen, aber eigentlich ist es Falschspiel. Ja, tatsächlich, ich möchte meine Freunde ja nicht bescheißen. Von daher ist, glaube ich, der Glückssegen das Passendere. Und wenn es dann nicht zu meiner Zufriedenheit ausgeht, dann ist dies ein Fingerzeig des Wecks natürlich. Ich glaube nicht, dass dabei wirklich was gesprochen wird. Also einfach, wenn alle ihren Zettel reingeworfen haben, wird ja dann ihn einmal. Ja doch, es wird gesprochen, klar. Also ein Glückssegen kann auch immer. Also Wechselweise können anderen mit einem viel Glück auf die Schulter klopfen, aber ein viel Glück muss mindestens irgendwie. Ja, klar, aber es wird halt nichts ausführlich gesprochen. Ich sage ja gerade, wenn alle ihren Zettel reingemacht haben, wird Jalan einmal den Hut annehmen, gegen die. Weiß nicht, welche Richtung ist das? Gegen die Westseite des Hauses sich orientieren, sich dann von Haul mir vermutlich in die richtige Richtung zeigen lassen, ihn dann einmal hochheben. Und sagen, möge Fex dem würdigen Glück bescheren. Und ihn dann. Ich sollte euch noch was verraten. Ich habe der Mondsilber-Sultana angeboten, dass wir im Fall der Fälle einen Mondsilbern an den Schiffsnamen anhängen. Also, wir haben dann eventuell einen mondsilbernen Bovist von Trollzack. Das ist in Ordnung. Alles gut. Ich würfel einfach mal, das ist definitiv eigensüchtig, ist das schon mal ein Dreier-Schwernis oder so, aber ja, das ist auf jeden Fall geschafft. Du bist doch nicht in einer göttlichen Mission unterwegs. Dann richtig, dann muss ich den Hut erst wieder absetzen, denn ich habe ja noch eine Hand, und dann einen Zettel herausfischen. Ausgezeichnet, dann würfelt mal bitte jeder einen W20. Ist hoch oder niedrig gut? Eins ist eigentlich immer gut, ne? Ja. Bei DSA. Gut, dann hat mir willst, der du deine, willst du deine zwei neu würfeln? Nö, ich bin zufrieden. Okay. Möchtest du die Probe eines anderen neu würfeln lassen? Komm, lass meine neu würfeln. Eins ist von mir noch drin. Du bist denn doch auch. Ich denke, ich bin mit der Aufstellung zufrieden. Ich glaube, Fex hat gesprochen. Ich hätte mich so gefreut, wenn die 19 von Poltax neu gewürfelt wird. Aber okay. Ja, dann. Welchen Namen soll das Schiff tragen? Ich weiß nicht, was Jalan draufgeschrieben hat. Ich brauche eine Minute. Mach mir eine Pause, oder? Nö. Dann hast du jetzt Sachentöter. Nicht Klinge der Meere? Also das war so, das war die Frage jetzt nur. Klinge der Meere ist okay, aber ist nicht mein Favorit. Okay, dann Drachentöter. Und irgendwie für Drachentöter haben sich mehr ausgesprochen als für Dolch des Schicksals und es ist ein Kompromiss. Dann seid ihr der mondsilbernde Drachentöter. Das ist eine sehr gute Wahl gewesen, Jalan. Also, du hast gut gezogen.